So, hier sehen wir mal ein paar Segmentbacken. Selbstgefertigte Segmentbacken, falls man auf Nummer sicher gehen will. Das ist einfach nur ein Rohling, der in alte Backen eingeschweißt wurde. Und der wurde dann quasi, war das ein Rohling aus Vollmaterial mit einer Bohrung drin. Dann wurden die Backen eingeschweißt. Und dann wurde der Rohling in drei Teile zertrennt mit dementsprechender Luft. Dann wurde es gespannt mit einem Ring. Hier außen war ein Ring drauf. Ja, du musst ja außen bei Backen ausdrehen, musst du ja immer spannen. Beim Innen ausdrehen, innen spannen, beim Außendrehen einen Ring, damit die Grundbacken sich in die Position drücken können. Und dann hast du hier quasi so einen Rohlingsklumpen dran gehabt, der dreimal geteilt wurde. Und dann wurde das überdreht. Ja. Ich glaube, da kommen am Ende des Videos noch ein paar Fotos. Ich werde da noch ein paar Fotos anhängen nach dem Video. Weil ich glaube, ich habe Fotos gemacht von dem Rohling. Und dann hast du hier richtige Segmentbacken. Das ist selbstgefertigte Segmentbacken, die natürlich auf die ganze Fläche greifen. Musst du natürlich auch beim Überdrehen ganz leicht schräg drehen, so ein bisschen, weil sie, damit sie auch hier vorne drückt. Wenn du jetzt nur gerade in X nur gerade drehst, kann es sein, dass nur hier hinten spannt. Ein bisschen schräg, hier ein bisschen höher als hier hinten. Nicht viel, vielleicht 500stel der Länge. Und dann hast du hier für 250er Zylinderrohr haben wir jetzt hier richtig schöne Segmentbacken. Jetzt zum Plandrehen mit Spitze brauche ich die eigentlich nicht, aber hinterher muss ich erst einen Lunettensitz drehen zum Plandrehen, weil die Rohre zu unrund sind. Dann Lunette setzen und dann Plandrehen mit Schweißphasen auf Länge bringen. Und dann brauche ich die. Dann hast du keinen Wandertag. Und Außenspannen geht nicht, das Futter zu klein. Muss natürlich alles schön sauber sein und dann haut das hin. Und das sind ja schon die fetten Rohre hier. So werden die geliefert. So was Ähnliches mache ich jetzt auch, damit ich die Lünette setzen kann. Aber es reicht nicht. Und dann kommen die Segmentbacken hier schön rein. Dann sieht das gut aus. Natürlich eine schöne Sache. So, so sieht das dann aus mit den Segmentbacken. Das ist natürlich super, ja. Da sieht man mal schön, wie die Backen greifen. Das ist natürlich ein Träumchen. Die liegen ja richtig drinne und greifen da fast zu. 100% greifen die auf das Rohr. Ja, ist welche von der Leiter nicht quatscht? Warte.